Willkommen, liebe Leute, zurück zu Bloodborne. Wir machen jetzt weiter. Ich habe mir mal den Punkt hier ausgesucht. Und au, 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 au. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle mal weiter. What the shit? Alter. Mensch! So, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir machen jetzt weiter. Beim letzten Mal haben wir famos, möchte ich schon sagen, den Boss gelegt. Stopp! Stopp! Ich glaube, das wird so nix. Das wird so nix, Leute. Alter, ist es nervig hier, das Gebiet. Leute, das kann ja was werden. Das ist ja absoluter Bullshit hier. Wie viel Blood Virals ich schon wieder verballert habe, ey. Ich weiß nicht, wo ich als erstes lang gehen soll. Rechts oder. Doch rechts erst? Links? Ich renn durch. Oh, fuck it. Ey, wieso geht denn das immer weiter hoch? Steht doch gar nicht mehr drin, alles. Jetzt erstmal beruhigen. Zieht euch das mal rein, was ich hier schon an Energie verbraucht habe. Oh Gott, Leute, das ist doch übel. Mist. Vielleicht hätte ich... Hab ich eine... Moment, ich guck mal kurz, ob ich eine Rune habe. Die gegen Wahnsinn hilft. Ich glaube nämlich schon, ne? Ja, hier plus 200 sogar. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, das einzusetzen. Na gut. Oh Mann. Leute. Meine Festplatte ist auch bald voll. Das ist sehr schön. Ja, ich habe nur eine Festplatte. Also eigentlich zwei. Ich habe eine SSD. Aber da tue ich ja nicht die Videos drauf. Sondern eine normale 2 TB Festplatte, die ist fast voll, ey. Ich nehme so viel auf, gerade Bloodborne vor allen Dingen. Noch alleine 15 Folgen auf Platte, die nicht mal draußen sind, die ich auch noch nicht gerendert habe. Also Leute. Aber so muss es ja sein. Ich habe ja, wie gesagt, gesagt, dass ich da ja auch gar keine Tausende von andeuten will und so weiter. Das ist bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch nett gemeint oder sowas, aber wenn ich das explizit sage, dass ich nicht alles vorgekaut haben möchte und trotzdem machen das einige, dann frage ich mich natürlich,
Ist das jetzt extra oder wollen die nicht verstehen, was ich meine? Oder? Ich fall runter, ich fall runter. Oder ich sterbe so. Egal. Ist ja auch egal. Ich nehme sie einfach schön bei dem Voraus auf. Erforscht ist alles für mich alleine. Weil das macht ein Spiel aus. Das macht auch ein Zocker aus. Ich weiß, ich sehe manchmal dann, wo die noch sonst so schauen und denken mir, ja, alles klar, dann kann ich es verstehen. Das sind dann doch eher Leute, die alles vorgekaut haben müssen, weil sie halt keine Zocker sind. Egal, lassen wir das. Aber wie gesagt, ist ja nett gemeint. Aber ich möchte es schon alleine erforschen. Ich möchte es schon alleine erforschen. Das ist ein Spiel, worauf ich mich so lange gefreut habe. Wo ich die Vorgänger so gern gezockt habe. Du musstest dich natürlich wieder verwandeln, wa? Diese scheiß japanischen Pornostars hier. Oh! Wenn es so weitergeht, mein Gott, trifft den doch jetzt. Wenn es so weitergeht, kann ich schon wieder bald farmen gehen. Ja. Fand ich auch lustig, dass ich da Leute aufgeregt habe, dass ich aufgelevelt habe oder dass ich Sachen gefarmt habe, wo ich mir außerdem denke, sag mal, hast du in deinem Leben schon mal ein Rollenspiel gezockt? Hast du das gemacht? Hast du mal Bloodborne gezockt? Oder ein Dark Souls? Es lebt vom Kämpfen, vom Aufleveln, vom Grinden her. Und ich mache das halt gerne, weil es Spaß macht. Und wie gesagt, verstehe ich auch nicht, dass sich da Leute irgendwie da aufregen oder das scheiße finden, wo ich mir auch so denke, das sind so unnötige Sachen. Wenn es euch alles so stört, dann geht doch einfach. Oder zockt es doch selbst. Das Spiel kann doch jeder sich kaufen. Man muss nicht mal 18 sein. Falls diejenigen jünger waren, vielleicht kann er auch sein, ich weiß es nicht. Wo ich mir also denke, Alter, du regst dich auf, dass jemand bei einem Rollenspiel grindet. Und wenn ich noch 50 Level stärker wäre, als ich müsste im Gebiet, dann ist es doch meine Sache. Wo ich mir außerdem denke, ja, gut. Es sind immer so unnötige Sachen auf YouTube, wo sich Leute aufregen. Über unnötigen Krams. Ich weiß nicht. Ich kann es oft nicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt außer Sichtweite... Ne, es geht immer noch höher. Egal, wie gesagt. Ich zock das einfach durch. Wenn ich durch bin, bin ich wahrscheinlich 30 Videos vor im Voraus oder sowas. Und das obwohl ich sehr viel hochlade. Man muss ja sich mal reinziehen, wie viel ich da eigentlich hochlade von Bloodborne. Über eine Stunde jeden Tag. Aktuell zumindest noch. Naja, egal. Achso, ich wollte auch mal sagen, hier für die Leute, die es irgendwie interessiert oder sowas, auch für weiterführende, vor allem kommende Let's Plays oder so, ihr könnt echt gern mal bei mir Facebook oder Twitter abchecken. Das ist echt definitiv zu wenig los. Macht das doch gerne mal. Links sind in der Beschreibung. Wollte ich auch mal erwähnen. Hat mir auch einer gesagt. Nicht hier bei Bloodborne? War das irgendein anderes Bild? Alter, wie kannst du nur auf Facebook und Twitter erwähnen in deinen Videos? Was soll das? Hä? Das sind so Sachen, Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen, womit man sich abgeben muss, als Let's Plays. Das sind ja nur die harmlosen Sachen. Abgesehen von den ganzen Beleidigungen, Hurensohn und so weiter, höre ich nicht nur einmal, beziehungsweise lese ich nicht nur einmal pro Tag. Das ist YouTube! Und Internet! Die Gerät funktioniert nicht derzeit. Hör doch mal auf mit der Scheiße jedes Mal.
Ach, gibt's direkt eine. Okay, das ist ja ein bisschen locker easy, oder? Ja, quasi nur 5 Meter oder so. Oben? Geil, das hat ja echt viel gebracht. Hammergeil. Aber wofür ist das Gerät und wofür. Was hab ich da gerade gehört? Hallo? Hallo? Na gut. Immerhin haben wir da einen Checkpoint. Das heißt, falls ich mal da lang muss, habe ich da einen Checkpoint. Obwohl uns das, wenn man das so sehen will, das ist auch immer jedes Mal so ein kleiner Schockmoment, wenn du hier siehst, wie die Leute sich immer noch bewegen, die Leichen. Was ich sagen wollte, obwohl, wenn wir das sowieso die Geräte aktivieren, werden wir wahrscheinlich den Lüftungsschacht, wollte ich schon sagen, den Fahrstuhl aktivieren und dann werden wir sowieso dahin gekommen. Also das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Das hat uns wirklich gar nichts gebracht. Außer das Auge. Ja, aber. Ich will immer durchziehen, bevor der sich verwandelt. Okay, irgendwie hat es jetzt schon wieder nicht geklappt. Ey, die sind so übel! Und die Kamera dreht wieder durch. Ja, komm! Mann. Da oben war denn noch ein Dude. Was hier denn noch ist? So ein bisschen nervtötend. Also wir haben in den letzten Folgen nur noch Gebiete gehabt, die wirklich irgendwas unfassbar Nerviges hatten. Ich meine, das jetzt ist hier ein bisschen nervig. Dann hatten wir beim letzten Mal irgendwelche Giftgebiete, sehr nervig. Oder. Boah. Da hat uns tatsächlich, da fehlt uns noch ein bisschen Ausdauer. Aber das Gebiet davor war ja wirklich die Krönung. Mit diesen wiederkehrenden, wiederbelebbaren Gegnern, ey. Das war echt die Krönung von allem. Oh, 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 oh. Fehlt uns tatsächlich ein bisschen Ausdauer, dann können wir auch die Leute mit einer Kombo platt machen. Obwohl unsere Ausdauer schon ziemlich geil ist. Ausdauer ist eh immer geil. Blutsteinbrocken sind auch sehr geil. Ich muss ja sagen, ich bin mit der Waffe immer noch ultra zufrieden. Ne? Ich habe auch gar keinen. Ah, das war dumm. Gar kein Verlangen, irgendwie die Waffe zu wechseln oder so. Das haben auch viele geschrieben. Probier doch mal die Waffe aus, probier mal die Waffe aus. Das ist ja auch vollkommen okay, aber wie gesagt, ihr seht ja teilweise selbst die Preise. Ja, das ist nicht mal so schnell geholt. Und wenn ich dann ein Level habe oder ein halbes Level und ich bin voll zu 100% zufrieden mit der Waffe, dann gebe ich die nicht aus. Also das kann man vielleicht am Ende nochmal ausprobieren. Oder sowas, aber ich weiß nicht. Ich bin, wie gesagt, mit der Waffe einfach ultra krass zufrieden. Weil die halt einfach alles hatte eigentlich, das was ich will. Die Haut kriegt sich derbe rein, die ist aber trotzdem sehr schnell. Und das ist genau das, was ich haben will.
Was zur Hölle ist das denn hier? Oh nein! Oh nein! Hm. 47.000, das wäre schon wieder ein Level. Plus 43. Hm. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe zurück. Ich gehe einmal zurück. Wir gehen dann noch rein in der Folge, keine Sorge. Aber ich gehe einmal kurz zurück, level das eine Level hoch, repariere meine Waffe, hol mir nochmal Blood Virals, renne da durch, bis zu diesem, hier, wo wir gerade gegangen sind, und dann gehen wir da rein. Hm. 47.000. Das wird auf jeden Fall für ein Level reichen. Und vielleicht den ein oder anderen Molotov-Cocktail. Ach nee! Das ist ja scheißegal, wir haben ja beide Punkte. Das ist ja scheißegal! So, also wie gesagt, aufleveln und dann vielleicht den ein oder anderen Molotov-Cocktail noch mitnehmen. Willkommen daheim. Und wie gesagt, gehen wir da auf Austurm. Waffe reparieren. Haben wir da vielleicht nochmal was bekommen? Ich habe es nicht gesehen. Hier nicht. Ne, das ist scheiße. Okay. So, dann auf so saufen hier. Ist davon mal welche? Wir spinnen vielleicht vorsichtshalber Gegengift rein. Packen wir mal, man weiß ja nie. Okay. Und jetzt wieder zurück. Das war Mergus Speicherbasis. Das ist der andere Punkt, wa? Wo wir gerade zurückgegangen sind. Amygdalas? Ne. Amygdalas Gemach. What the fuck? Hä? Ich kenne die Punkte alle gar nicht. Hier waren wir auf jeden Fall. Beziehungsweise da waren wir raus. Amidala schon gelesen. Star Wars Action. Star Wars Action. Oh Mann, wir sind gleich bei 20 Minuten. Wir sind ja gleich bei 20 Minuten schon. Obwohl, wenn ich die ganze Ladezeit wieder rausschneide, obwohl teilweise habe ich da drüber gelabert. Aber wenn ich die komplett rausschneiden würde, wäre ich wahrscheinlich nur bei 15 Minuten oder so. Folgt die Schweine. Komm, der eine ist doch schon fast tot. Komm. Kein Geiz hier. Auch sehr schlau. Mit dem Rücken. Ah, das ist gar kein Boss. Alter, haut hier rein, ihr miesen Schweine. Schlag zu! Alter! Hast du gesehen, wie ich den kleinen Baby-Spiders kaputt gemacht habe? Aua! Aua, aua, aua! Ich nehme alles zurück, du Schweinehund! Ich muss ihn natürlich auch auswählen, Molotov. Hör mal auf jetzt hier, warte! Thank you.
Willst du dich boxen? Willst du dich boxen? Du bist kein Känguru. Was für Molotovs-Cocktails, ich brauch die gar nicht. Witzig. Wer ist der Beste? Oh Mann. Der Sound ist auch sehr beruhigend die ganze Zeit. Macht richtig Spaß. Müssen ja jetzt mit allem rechnen, ne? Das ist ja klar. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Ja, wir müssen jetzt wirklich mit allem rechnen hier, mit den dreckigen Spinnen. Über mir. War da nicht gerade was? Also. Boah, Kaltblut schon plus 10, also die 10. Stufe. Stevo bringt schon 5.000, 6.000 Stimmen. Spider-Man, Spider-Man. Hätte ich da durchgehen können? Ja. Warum habe ich das nicht gemacht? Wow! Nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Gut, dass ich mir echt nochmal ein paar Heiltränke mitgenommen habe. Ja, tatsächlich, hier hätte ich lang gehen können. Was bringt das? Das bringt ja gar nichts mehr, das. Ich habe so die Befürchtung, als könnte vielleicht gleich doch noch ein Bossfight oder sowas kommen. Na gut, Leute, ey, ich höre aber trotzdem jetzt hier mal auf. Beim nächsten Mal machen wir gerne weiter. Seid dabei. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.